Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Unboxing von mir. Ja, mir ist wie gesagt, oder wie im Titan Quest Part gesagt, ist mir mein Mikrofon Platz kaputt gegangen hinten und ich muss vorne anschließen, was aber leider nicht geht, weil dann der Ton rauscht. Und deswegen habe ich mir jetzt Teil 1 von 2 meiner neuen Setup Tour gekauft, und zwar das Blue Snowball Ice. Ja, das Ganze hat mich 50 Euro beim Mediamarkt gekostet. Auf der Internetseite stand 60 dran. Aber egal, es hat bloß 50 gekostet. Das ist in Ordnung. Die Verpackung ist jetzt nicht so die schönste gerade. Also ich habe jetzt nicht das schönste Modell von der Packung erwischt. Hier sehen wir nochmal das Mikrofon selber. Hier sehen wir, für was es eigentlich gut ist. Und ja, packen wir das Ganze mal aus. Ah, ist jetzt ein bisschen eingerissen, aber... egal, also hier oben haben wir erstmal die Anleitung oder dieses kleine Beipackzettelchen hier. Legen wir mal zur Seite. Und dann können wir das Ganze hier... wow. Also hier oben ist dann erstmal das Zubehör. Und da unten haben wir dann logischerweise das Mikrofon drin. Aber kommen wir erstmal zu dem... ja, Zubehör. Und zwar haben wir hier einmal eine etwas andere Anleitung. Ein Scharfstellen für euch. So. Dann haben wir hier das Kabel. Und wenn das nicht reicht, habe ich noch ein Verlängerungskabel dafür. Aber ich denke mal, es sollte reichen. Und dann haben wir hier das Stativ. Ich weiß nicht, ob es an dem Mikrofonarm ohne Stativ passt. Muss ich mal gucken. Ansonsten muss ich das anders machen. Dann sieht es halt nicht so schön aus, aber egal. Packen wir erstmal das Stativ aus, dass ihr das mal seht. Und dann haben wir hier auch das gute Stück. Da steht jetzt nicht so perfekt, das ist jetzt aber auch egal erstmal. Kommen wir nun zum Mikrofon selber. Muss ich mal schauen, wie genau das gemacht wurde. Ah, hier. Ich kann hier einfach ziehen. Dann kann ich hier an der anderen Seite auch nochmal ziehen. Hier. Und dann kann ich das hier einfach rausklappen und dann haben wir hier auch schon das gute Stück. Es ist nicht das, wo man die drei Modi einstellen kann. Das würde ich mir aber gerne für unten holen. Einfach, weil das andere ein besseres Podcaster-Mikrofon ist und das hier ist eigentlich auch ein Podcaster-Mikrofon. Aber ohne Modi zum Einstellen. Ich weiß nicht, ob man das extern irgendwie machen muss oder so. Jetzt schrauben wir das Ganze noch kurz auf das Stativ drauf, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Mal kurz schauen, ob das irgendwie richtig geht. Ja, einfach draufschrauben. Hier könnt ihr das Ganze sehen. Ich würde es einfach hier kurz draufschreiben. Hier steht übrigens, da ist übrigens ein Aufkleber drauf, der nicht ganz gerade sitzt an manchen Stellen. Aber das steht hier drauf, Blue. Warte, ich kann es euch mal scharf stellen. Wenn man das überhaupt sehen kann, das spiegelt so ein bisschen. Also da steht Blue Microphones, The Snowball. Ja, könnt ihr das sehen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es steht. Ich werde das Ganze gleich nochmal testen und euch eine Testaufnahme davon auch geben. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze heute mache oder, also, ob ich die Testaufnahme euch heute bringe oder ob ich sie euch mal anders bringe. Ja, werde ich mal alles da rein tun. Dann Anleitungen so und dann. Ja. Also ich finde, das Mikrofon sieht sehr gut aus und ich habe auch schon einige Tests davon gesehen. Und das Mikrofon soll sehr gut sein. Laut einiger Tests, die ich gesehen habe. Und ja, wie gesagt, ich habe das Ganze, also bei der Mediamarkt-Website stand dran, es würde 60 Euro kosten.
Ich habe das Ganze aber für 50 Euro gekauft, da es im Markt billiger war. Ja, also manchmal lohnt sich das Vergleichen schon. Die Halterung können wir rausnehmen. Hier, die Halterung können wir rausnehmen. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, war es das von diesem kleinen Unboxing hier. Wobei, ich kann euch auch noch ein bisschen was zeigen. Also hier oben sehen wir die rote LED, dass ihr seht, dass es an ist. Und hier hinten haben wir noch was für den Klang. Wahrscheinlich kann man das über eine App oder so einstellen. Also bei dem anderen kann man auch den Sound von hinten aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das bei dem hier auch geht. Hier nochmal, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Sehe ich auch jetzt gerade erst, dass es da ist. Und zwar hat der Anschluss hier, also hier kommt das Kabel rein und auf der anderen Seite ist dann ein USB-Kabel. Und für das USB habe ich noch eine Verlängerung, also dass ihr das Ganze nochmal ein bisschen seht. Und hier groß Blue drauf, also das sollte gehen. Ein Plop-Schutz werde ich mir erstmal noch nicht holen, ich kann ihn mir gerade nicht holen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja gerade nicht die Möglichkeiten dazu habe. Ich muss mir noch etwas anderes holen, dass das Mikrofon ein bisschen höher steht. Weil so ist es für Let's Plays nicht gerade geeignet. Oh, Mist. Ich will es wieder hinstellen wie vorher. So. Ja, also so ist es für Let's Plays nicht gerade geeignet. So ist es eher ein Podcaster. Und ja, da wird dann noch ein Mikrofonarm dazukommen. Kann ich euch hier gleich mal sagen. Und ja, dann soll es das auch erstmal für das Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Oh, ich werde mal das Mikrofon ausprobieren und werde euch dann in einem Let's Play Part sagen, ob ich das Mikrofon empfehle oder nicht. Aber erstmal muss ich gucken, dass der Mikrofonarm da ist. Und ich werde euch halt in der Testaufnahme sagen, ob ich das Mikrofon empfehle oder nicht. Also in der Aufnahme, wo ihr zum ersten Mal das Mikrofon hört. Ich werde davor noch ein paar Videos aufnehmen, dass ich selber erstmal höre, wie die Qualität so damit ist. Und ja, dann... Wow, sorry, ich bin gerade in der Stativ gekommen. Ich wollte gerade das hier weglegen. Das tut mir leid, dass ich gegen das Stativ hier gekommen bin. Ja, aber ich würde dann sagen, das war es erstmal für das Video, wie schon gesagt. Und bewertet, kommentiert, wenn ihr das... Ja, wenn ihr das möchtet, und abonniert auch, wenn ihr das noch nicht getan habt, für weitere solche Videos, ohne dass ich ans Stativ komme. Das war jetzt gerade mein Fehler. Ich habe Ewigkeiten kein Unboxing mehr gemacht. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!